Jo, liebe Leute, was geht da draußen? Onkel Zocker zeigt euch heute einen neuen Glitch. Und zwar könnt ihr hier Fahrzeuge verdoppeln und das lohnt sich. So sieht das Fahrzeug etwa aus. Das könnt ihr auf der Straße locker besorgen. Es gibt eine Cabrio-Version und auch eine normale Version. Ich zeige das auch danach noch exakt, wie das Fahrzeug aussieht. Das Fahrzeug kann man eigentlich kaufen, aber ihr könnt das auf der Straße klauen und aufmotzen. Das habe ich so getan. Ich habe das Fahrzeug geklaut auf der Straße und das aufgemotzt, wie das in einem orangen Fahrzeug aussieht. Ich zeige euch, wo man das Fahrzeug verdoppeln kann. Hier befindet sich meine Garage. Hier die Strecke, wo ihr einfach langfahren müsst. Um 3 Uhr nachts. Um 3 Uhr nachts. Und sehr wichtig, in der Solo-Sitzung. In der Solo-Sitzung nur. Gegen 3 Uhr muss sich hier ein Fahrzeug bewegen. Und das wird so ähnlich aussehen wie euer Fahrzeug, wie ihr aufgemotzt habt. So sieht das Fahrzeug normalerweise aus, könnt ihr etwa kaufen, einmal hier, was ich bewege und das Ding, was ich gerade am Anfang geklaut habe. Aber das, was ich fahre, kostet glaube ich 60.000, 65.000, müsst ihr nicht kaufen. Und dann wartet ihr einfach hier in der Garage bis 3 Uhr nachts und es lohnt sich auf jeden Fall, dann steigt ihr ein und fährt die Strecke einfach mal rauf und ab. Und da gibt es Fahrzeuge, ihr habt ja in der Garage schon gesehen, ich habe mehrere Fahrzeuge, derselben Modell, ich fahre jetzt hin und her hier an der Strecke und es gibt ein Weiß, ein Orange, aber die Fahrzeuge findet ihr in genau gleichen Zustand oder beziehungsweise in einem ähnlichen Zustand, wie ihr das Fahrzeug aufgemotzt habt. Als erst, wie gesagt, das Fahrzeug klauen, aufmotzen und dann hier in der Solo sitzen, gegen 3 Uhr nachts einfach rumfahren und dann findet ihr ein ähnliches Fahrzeug, was ihr auch in die Garage parken könnt und das lohnt sich auf jeden Fall. Da vorne ist hier gerade das lilane Fahrzeug, genauso wie mein Fahrzeug sieht das aus und keine Sorge, solange euer Fahrzeug versichert ist, das was ich in der Orangen bewegt habe. Wie gesagt, ich habe das geklaut, auf der Straße aufgemotzt und dann bin ich hier reingefahren und dann habe ich bis 3 Uhr nachts gewartet an der Solo-Sitzung nochmal. Und ihr seht, ich habe das Fahrzeug auch selbstverständlich nicht verloren, also mein orangen Fahrzeug. So, und ich zeige das auch gerne gleich, gerne. Oh, hier ist kein Weg, scheiße, ich muss mal ganz kurz zurücklaufen, aber kein Ding erwartet. Es lohnt sich auf jeden Fall, macht das Ding, ihr könnt da Fahrzeuge verdoppeln und vielleicht könnt ihr später damit ja auch richtig Geld verdienen, das habe ich noch nicht so getestet, deswegen werde ich das Ding nicht als Money Glitch nennen und da auch fett reinschreiben, no Money oder no AP Glitch, damit ihr Bescheid wisst und ich bedanke mich jetzt, euer Onkel Zocker.